dann besoffen Party machen in der Wohnung und die Pflanzen vom Balkon runterschmeißen. Wir schnappen uns jetzt hier die Präsidentenlimousine. Und dafür habt ihr nicht genug gespendet, ihr Arschlöcher, Mensch. So, meine Freunde, es ist soweit. Heute werde ich mit dem Zug nach Frankfurt fahren. Morgen früh nehme ich dann den Flug. Ich gehe noch mal eine kleine Runde spazieren. Ich habe heute Morgen noch ein kleines Konditionstraining gemacht, damit ich nicht komplett unfit da ins Camp rein starte. Mein Fuß ist, glaube ich, auch soweit wieder okay. Ich konnte alles damit machen. Ja, was werden wir da hinten alles sehen? Ja, ich bin jetzt auch noch mal eine kleine Runde spazieren gegangen hier, damit ich ein bisschen erzählen kann, was wir jetzt die nächsten Wochen vorhaben und ja, wie es halt weitergeht. Ja, ansonsten machen wir Videos von der Umgebung in Miami. Vielleicht können wir auch ein bisschen was vom Training aufnehmen. Generell sind die da eigentlich so, die wollen nicht, dass so viel gefilmt wird, aber das lässt sich bestimmt absprechen. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir ein paar geile Aufnahmen machen. Vielleicht auch ein paar Interviews mit den berühmten Kämpfern da. Ich bin richtig gespannt. Ich habe saumäßig Bock aufs Camp. Und ich wollte nochmal sagen, vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben, auch finanziell jetzt mit den Spenden und so weiter. Ja, und ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde mir richtig auf die Schnauze hauen lassen. Dann sehen wir uns gleich. So, es ist jetzt soweit. Ich habe meine Koffer gepackt. Jetzt werden hier noch ganz kurz die Katzen verabschiedet. So, was geht ab hier, du Wichser. Du kleiner Wichser. Wir wissen nicht, wo die andere ist, aber ja. Ich nehme jetzt meine Sachen, gehe los und dann geht es nach Frankfurt. So, jetzt kann es losgehen. Ja, ich bin schon extrem gespannt auf das Training da hinten. Jetzt kommt erstmal die Tortur der Reise und dann ja, können wir wieder da losstarten mit gutem Wetter. Natürlich auch jede Menge Trainingspartnern. Nicht, dass wir die hier nicht hätten, aber nochmal ein paar andere Stile sehen, ist immer ganz geil. Und auch generell so die Umgebung, alles ist da ein bisschen näher, habe ich das Gefühl. Also auch vom Mentalen macht das immer einen großen Unterschied. Und das macht einfach ja, eine Menge aus. Plus die ganzen Kontakte, auch weil der Sport daherkommt und da hinten am größten ist, ist es irgendwie immer noch mal eine andere Angelegenheit. Ich kann es kaum erwarten. Los geht's. Los geht es. Hurra. Ich habe nichts zu sagen, nichts zu erzählen. Wir sind jetzt im Zug und fahren nach Frankfurt, um da dann im Hotel einzuschecken. Ich dachte Peak Dame Party. Ah ja, genau. Meinen wir doch. Peak Dame Party und dann geht es so weiter. Wir gucken, ob wir den Anschluss finden. Aber wenn wir das schon nicht hinkriegen, dann wissen wir, was uns bei den Fliegen erwartet. Wer hätte es gedacht? Hat die Bahn natürlich Verspätung und es funktioniert nicht, wir müssen umsteigen. Aber scheiß drauf. Wird schon irgendwie klappen. Wir haben es jetzt hier nach etlichen Stunden geschafft, endlich bei dem verfickten Flughafen anzukommen. Jetzt suchen wir unser Hotel und dann wird erstmal geschlafen. Bis morgen früh. Erstmal wird gegessen. Okay, ja, erstmal wird gegessen. Ich bin noch nicht fett genug, ich muss gemästet werden. Und dann, ja, werden wir morgen früh unseren Flug antreten. Es reicht auf jeden Fall. Die Deutsche Bahn war wie immer der absolute Horror. Die größte Scheiße auf der Welt. Bitte sponsert mich. Ja, wir werden schlau, wie wir sind, Samstag anfangen zu trainieren. Freitagabend kommen wir an. Das wird auf jeden Fall wieder die übliche Blamage. Nach einer 30-Stunden-Reise werden wir dann bei dem ersten Training unser Ende finden. Wir haben es jetzt geschafft, hier reinzukommen. Wir sind jetzt hier in unserem Zimmer angekommen. Das ist das Ganze. Wie man sieht, sehr fein. Heute werden wir hier unseren Weightcut durchführen, damit wir nicht mit 80 Kilo da hinten auflaufen, sondern nur mit 77,5. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Wir fressen uns jetzt erstmal voll, ihr Arschlöcher! Ja, wir sind jetzt hier im Zimmer. Morgen früh filmen wir dann noch mal ein bisschen das Frühstück. Ich würde sagen, für heute reicht es erstmal mit dem ganzen Gefilme. Ja, wir sind schon sehr, sehr aufgeregt auf das Training im Team und haben extrem viel Bock. Und jetzt gucken wir noch, dass wir diese abgefuckte Scheißreise überstehen. Es war gerade erstmal nur Gefahr mit dem Zug und wir haben jetzt schon keinen Bock mehr. Aber da müssen wir halt jetzt durch. Auf dem Weg zum Airport in Frankfurt. Ja, wir haben uns erstmal schön voll gefressen beim Frühstück. Es ist sogar im Rahmen geblieben und ich bin voll bis zum Kotzen. Ich weiß nicht mehr, warum ich nichts mehr reinbekomme.
mit deinen 30 Kaffees, die du getrunken hast. Ja, es liegt an den 30 Kaffees. Im Hotel hätten wir auch filmen können, aber ich habe keinen Bock gehabt. Und jetzt nehmen wir euch einfach mit auf die Reise zum Flughafen. Das dürfte auch reichen. Jetzt mal nicht hier unverschämt werden. Ja, ich bin heute Morgen den Weg schon mal abgegangen, um auch sicher zu gehen, dass es den Flughafen noch gibt. Denn ich habe die größte Flugangst. Nein. Aber ich habe immer keinen Bock, dass mir irgendeine Scheiße auf den Sack geht. Deswegen sind wir jetzt auch frühzeitig da und gucken, ob sie uns diesmal einreisen lassen. Bisher jedes Mal, wenn ich zum Flughafen gegangen bin, wurde mir gesagt, irgendwas fehlt oder irgendwas funktioniert nicht. Weil das sind da die größten Arschlöcher. Die probieren dann immer zu rasieren. Es ist leider so. Die unfreundlichsten Menschen der Welt. Oh, wir sind jetzt hier fast bei Terminal 1 angekommen. Wir gucken gleich mal, dass wir den Flughafen so weit durchstöbern, dass wir wissen, wo wir einchecken können. Ja, jetzt wird die Sache endlich reell. Jetzt können wir uns hier endlich verpissen und endlich trainieren, Mann. Ein Spaß. Das dürfen wir auch nicht sagen, sonst kriegen wir einen auf den Sack hinterher. Wir fahren an Strand. Nee, trainieren. Genau, Training. Wir sind nur zum Training da. Wir machen keinen Urlaub. So, wir haben es jetzt durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Ich hatte da heute sogar das große Los gezogen und wurde nochmal extra kontrolliert. Diesmal war es nicht der Johnny, obwohl er sich geweigert hat, seinen Bart. Ich wurde verschont. Nee, der Sultan. Der Sultan. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat Durst. Und ich darf das nicht sagen. Mir wird da der Rassismus vorgeworfen. Du bist auch ein Rassist. Alter. Es werden hier erstmal Kämpfe geguckt. Wir gucken uns erstmal an. Hier, der Zarukin ist auch jetzt gerade im Team. Bereitet sich vor. Ja, wir werden sehen. Gegen wen als nächstes kämpft. Gegen wen waren die jetzt angesetzt? Auch gegen einen aus Top-Team. Gegen Molcano. Genau, die sind auch bei dem Top-Team. Als wäre nicht das erste Mal, dass zwei aus dem Team gegeneinander kämpfen, weil die haben so viel Platz da. Der eine trainiert dann hinten, der andere vorne. Und dann kämpfen die gegeneinander. Mal sehen, ob das sich wiederholt. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich glaube, zum Trainieren selber mit ihm wird er ein bisschen zu schwer sein, aber nee, vielleicht kann man ja trainieren. Die werden nicht für ihn nehmen. Die ein oder andere Grappling-Runde vielleicht mal mit dem machen. So, wer hätte es gedacht? Wir sind zwar durchgekommen, aber das Ganze verlief wieder viel langsamer, als es sollte. Das heißt, wir werden da hinten wieder irgendwann ankommen und mal sehen, ob wir den scheiß Anschluss schaffen. Gleich rasten wir alle aus. So, wir sind jetzt hier im Flugzeug und vergattern uns den besten Sitzplatz, den wir kriegen können. Der Johnny ist schon auf der Suche und ich laber nur Scheiße, so wie immer. Ich lasse den Johnny die ganze Arbeit machen. So, wir sind jetzt in 2 Stunden schon da. Wir landen erstmal in Washington DC und von da aus geht es dann weiter nach Florida. Mal sehen, ob wir den Anschluss schaffen. Ja, bisher ist die Zeit gut rumgegangen. Wir glotzen ganz einfach die Filme und ja. Mal sehen, ob es bald wieder was zu fressen gibt. Herr Johnny, was ist hier zu den Kriegen? Super, super. Wird eigentlich hier schön toll. Aber hat der Rummelplatz nicht gut genug bezahlt oder was? Ja, wir sind jetzt hier in Washington DC gelandet und jetzt geht es erstmal durch die nächste Kontrolle, wo wir wieder gebumst werden und man uns zurückschicken wird. So, wir haben es durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Heute wurden wir einmal nicht gebumst, nicht angehalten oder sonst was. Außer du. Bei dir hat er ein paar Mal gepiept, aber du bist ja auch durchgekommen. Ja, aber das ist alles Lüge. Jetzt suchen wir unser Gate und dann nehmen wir den letzten Flug nach Fort Lauderdale. Und dann ist die ganze Scheiße auch schon geschafft. Und dann sind wir am Strand. Dann machen wir Strandpartys. Ja, wir haben uns dafür entschieden, direkt zu trainieren, wenn wir da sind. Das wird uns zum Verhängnis werden. Wir uns bei der ersten Einheit direkt verletzen. Glaube ich nicht. So, wir gehen jetzt hier zum Gepäck. Wir haben es geschafft, wir sind in Florida. Mal sehen, ob sie uns auch dann endgültig hier über die Grenze lassen. Der Johnny hat keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Keiner hat mehr Bock. Wir müssen gleich noch dahin fahren erstmal. Ja, das wird auch noch ordentlich dauern. Wir sind am Arsch. Genau genommen sind wir am Arsch. Aber dann werden wir die ganzen Vorräte in der WG auffressen. Wir werden alle rasieren. Tequila und Taco. Und dann besoffen. Party machen in der Wohnung und die Pflanzen vom Balkon runterschmeißen. Wir haben unsere Koffer abgeholt. Jetzt gucken wir, dass wir uns schnell um den Wagen kümmern und uns schleunigst verpissen. Es reicht. Das letzte Mal haben wir es auch gefunden. Als Coach Dave, das letzte Mal ist Coach Dave Kilometer vorweg gerannt, weil er keinen Bock mehr hatte.
ich noch auf mein armes Gepäck gewartet habe, so wie immer. Aber diesmal ist alles schnell verlaufen. Ja, der Flug an sich ging eigentlich. Natürlich ist man jetzt total am Arsch, aber ja, dafür. Die Frau wird nur so lange glücklich sein, bis sie merkt, dass sie da den Erdnussbaum gepflanzt hat. Sie hat einen Erdnussbaum gepflanzt. Den werden wir halt einfach verspeisen. Wir haben jetzt hier die Autovermietung erreicht. Mal sehen, ob die uns unseren Wagen auch andrehen. Wir probieren es erstmal und hoffen auf das Beste, damit wir uns bald hinlegen können. Denn in ein paar Stunden beginnt das Training. Jetzt sind die Schlüssel alle drin. Wir schnappen uns jetzt hier die Präsidentenlimousine und fahren dann zu unserer Ferienwohnung, wo wir nur Party machen werden. Die Pflanzen werden in Flammen aufgehen. Alter, wir dürfen hier nicht rumschreien. Sonst werden wir der verhaftet und zurück nach Germany transportiert. So, du bist der Autokenner. Ich weiß nicht, wie die Scheiße aussieht. Ein Ford Fiesta. Ja, jedenfalls bis jetzt hat alles reibungslos funktioniert. Jetzt gucken wir gleich nochmal, ob wir das Navi ankriegen. Uns wurde jetzt hier mitgeteilt, dass wir uns irgendein Auto aus dieser Gehaltsklasse hier klauen können. Aber wir glauben irgendwie nicht dran, beziehungsweise ich glaube nicht dran. Ich habe auch keinen Bock, im Endeffekt pleite bin. Also, ja, werden wir jetzt erstmal nachgucken, ob das Ganze stimmt. Solange setzen wir uns hier natürlich auf das Auto, so als wäre es unseres. Und machen hier freche Touren mit der Kamera. Gehen den Leuten auf den Sack und gucken wie die letzten Arschlöcher. Ja, ich muss sagen, zum Klima jetzt hier in Florida ist es auf jeden Fall wie in Brasilien. Ich vergleiche es auch immer ganz gerne damit. Ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht davon ausgegangen, dass hier ein Auto kein Navi hat und eine Autoklasse sozusagen mit besserer Ausstattung hochgehen. Das ist immer eine sehr, sehr teure Scheiße. Und dafür habt ihr nicht genug gespendet, ihr Arschlöcher. Nein, Spaß. Nein, vielen Dank für die ganzen Spenden. Danke, die alle unterstützt haben. Und jetzt filmen wir hier dafür auch noch mal aus dem Fenster. Ja, wir sind jetzt hier beim Hotel angekommen. Nach etlichen Stunden der Suche. Nein, aber wir haben wirklich ein bisschen gebraucht, um es zu finden. Haben es jetzt geschafft, hier die Tür zu öffnen und auch herauszufinden, wie wir an den Schlüssel kommen. Jetzt werden wir das gleich mal alles auf die Probe stellen. Da ist auch schon der Johnny. Wir haben jetzt Schiss, dass die Tür wieder zugeht. Wir haben beide keinen Bock mehr. Und es reicht einfach nur. So, wir gehen jetzt erstmal hoch in die Wohnung. Ich würde sagen, es reicht jetzt auch erstmal mit dem verfickten Video. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, uns dabei zu gucken, wie wir uns durch die scheiß Reise quälen. Und im nächsten Video gibt es dann noch die Wohnung. Hauen Sie rein, geben Sie einen Daumen nach oben oder lassen Sie es. Und was auch immer. Tschüss.